Und damit ein herzliches Hallöchen, meine lieben Pokémon-Freunde, hier zurück zu Let's Play Pokémon der Feuerroten Edition. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und fürs Bewerten der letzten Folge. Ja, wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben in Team Rockets Hauptquartier und wollen jetzt hier auch direkt weitermachen. Wir hatten die Etage, auf der wir uns jetzt gerade befinden, bereits abgesucht und können nun also eins weiter nach unten. Immer tiefer rein in den Schlund, ins zweite Untergeschoss des Team Rocket Hauptquartiers. So, ich habe übrigens zwischen den Folgen Katja und ich glaube, es war noch ein weiteres Pokémon, welches ich wieder aufheilen musste, was die KP anging. Das habe ich zwischen den Folgen gemacht. Ich glaube, dafür habe ich das Tafelwasser verwendet, was wir hatten. Ja, das ist das Einzige, was passiert ist. Ansonsten ist nicht wirklich weiter was passiert. Ich lasse den Justin mal vorn und würde sagen, wir kämpfen gegen den nächsten Rocket-Rüpel. Der Boss sagt, das Silphscope macht Geistboss sichtbar. Ich bin gespannt, ich hoffe es sehr, denn ich will in Lavandia in den Turm. Das ist Fakt. So, Zubat. Ja, okay. Ich sollte vielleicht öfter mit Tom starten. Level 17 ist ja nix. Haben wir eine Attacke, die gegen 100... Ich setze einfach 100 Attacke ein. Das reicht schon, Alter. Level 17 ist echt nichts. Mhm. Als nächstes wird Smogon eingesetzt. Smogon ist vom Typ Gift. Was ist denn gegen Gift effektiv gewesen? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Könnte das Unlicht gewesen sein? Wir können es einfach mal... Ich habe wirklich keine Ahnung. Bei diesen, ich sag mal, bei diesen nicht so ganz krassen Typen wie Gift oder ja Unlicht oder so, ist es für mich immer ein bisschen schwer, diese Effektivitäten. Ich muss mir das einfach mal wirklich auswendig lernen am besten. Ich werde einfach mal Biss einsetzen und mal gucken, ob das gegen Gift nichts bringt. Okay, ist normal effektiv. Dann noch ein Tackle hinterher, dann war es das nämlich schon mit Smogon. Gut, Jana hält immer ein 414. Warum? 414. Ein weiteres Gift-Pokémon. Die haben ja alle so Gift. Rocket ist allgemein so Gift-Typ-artig angehaucht. Ich weiß auch nicht warum. Aber wenn die alle so schwach sind, dann haue ich jetzt einfach mal Katja rein. Denn Katja ist noch unser schwächstes Pokémon mit Level 26. Und da kann Katja eigentlich mal gegen die ein bisschen trainieren. Hier schön zur Schneider. Was Step-Attacke ist, dadurch, dass Katja Normaltyp ist, zur Schneider Normaltyp ist, trifft das mit einer höheren, mit einem höheren Schaden, sagen wir es mal so. So, ich lasse Katja einfach mal drin, weil sie jetzt gleich Level 27 werden wird. Von daher, das lassen wir einfach mal. Ui, also Zubat hat auch echt eine enorm schlechte Verteidigung, ja. Ist aber tatsächlich als Golbat gar nicht mal so ungeil und in der nächsten Gen als X-Bat schon verdammt nice, muss ich mal ehrlicherweise gestehen. So, Katja, würdest du dich bitte vor Verwirrung nicht selbst angreifen? Du bringst mich gerade in eine leichte Bredouille, Katja. Gut, dann nehme ich dich doch mal lieber raus, weil das wird mir jetzt gerade doch zu kritisch. Tom, du darfst. Ich zähle auf dich, Tom. Mach's fertig. Auch schon fast Level 31. Leute, Leute, was ist denn mit unseren Leveln los? Wir sind hier richtig, richtig krass dabei, muss ich mal ehrlicherweise gestehen. Statik, paralysiert, Zubat. Jawohl, jetzt ist er schön dahin. Wir nehmen Donnerschock. Das ist effektiv. Sehr effektiv sogar. Und ja, hätte jetzt jede Attacke, glaube ich, gefinisht. Aber okay. So, als nächstes wird Radikal eingesetzt. Radikal. La 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 la. Da kann ich eigentlich Justin wieder mit Doppelkick reinhauen, weil Kampf hier gegen normal effektiv ist. Und eine andere Kampfattacke habe ich, glaube ich, gar nicht im Team. Wo ich hier auch am Überlegen bin, ob ich dem Justin nicht vielleicht sogar eine bessere Kampfattacke beibringe. Aber man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, was ist, wenn mal ein Pokémon von uns einen Geist aufgibt, ja? Also sprich, wirklich stirbt, dann dürfen wir es ja nicht wieder zurückholen. Das besagen die Regeln.
die wir in Folge 1 zusammen beschlossen haben. Was heißt zusammen? Eigentlich habe ich sie beschlossen und ihr musstet quasi mitmachen. Aber das besagen halt die Regeln, ja? Und das hier ist jetzt ein schönes Laufrätsel, finde ich, wie immer. Hier wird ein nämlich schön... den können wir uns ja gleich mal holen. Das sind nämlich so eine Spurplatten, nenne ich es mal, die mich in die eine Richtung, in die sie zeigen, transportieren. Und das ist halt ein bisschen... X-Tempo, okay, das ist eine Sache, die kann ich verkaufen. Das ist halt ein bisschen... Also man sollte hier ein bisschen achten, wo uns gewisse Platten hinführen könnten. Das ist aber auch eigentlich schon alles. Also wirklich schwer ist das normalerweise nicht. Hyrus findet Verhöhner. Man muss, sage ich mal, nur genau darauf achten, welche Platten man denn verwendet, wo man denn hin möchte, ja. Das ist so das Einzige. Aber wenn man das ein bisschen im Auge behält, wie ich jetzt zum Beispiel gerade, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. So, jetzt muss ich mal gucken. Einmal hier hin. Einmal dahin. Und einmal hier hin. So, und jetzt noch einmal hier hin. Dann können wir uns nämlich den Pokéball noch holen. Da ist ein Supertrank drin. Sehr, sehr schön. Dann machen wir uns hier... okay. Das ist das einzig Doofe. Ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht wieder zurück. Wir müssen quasi jetzt wieder hier längs. Dann dort längs. Dann machen wir uns hier wieder runter. Hier wieder rüber. Dahin und dann kommen wir hier raus. So, das ist wie gesagt nicht allzu schwer, aber man muss es halt doch trotzdem ein bisschen im Auge behalten. Ja, das ist halt nicht zu unterschätzen. Damals habe ich da lange gebraucht als kleines Kind, muss ich sagen. Oder was heißt lange, aber länger auf alle Fälle. So. Wir werden erstmal noch die Katja heilen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wo habe ich denn Tafelwasser hier? Verwendet man nämlich nicht die Supertränke, sondern das Tafelwasser. Gut. Und dann setze ich Katja auch mal auf die 1. Und dann darf die Katja hier mal schön gegen die Rocket Rüpel ran. Oh, entschuldige bitte. Was willst du überhaupt hier? Ich möchte euch aufmischen. So richtig... Geil verdreschen möchte ich euch. Natürlich, jetzt wo ich Justin runternehme von der 1, kommt jetzt natürlich hier ein Radfratz. Was ich schön mit Doppelkicke hätte aus dem Leben nehmen können. Boah, das ist schon... Ist schon nicht ohne, ja. Der Angriffswert von Hyperzahn, das ist schon... Mein lieber Herr Gesangsverein. Katja erreicht Level 28. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Als nächstes wird Radikar eingesetzt, da bleiben wir mal nicht drin. Da gehen wir tatsächlich mal auf den Justin zurück. Weil, wie gesagt, Kampf ist effektiv gegen Normaltypen. Radikar ist ein Typ normal und mit Doppelkick kann man zumindest eine Kampfattacke im Team. Da müssen wir uns definitiv auch noch eine stärkere Kampfattacke holen, wie gesagt. Da muss ich irgendwie... Ich habe ja noch Durchbruch, weiß ich, was ich, glaube, Justin beibringen könnte. Ich bin aber, wie gesagt, aktuell noch so ein bisschen unstimmig, ob ich meine ganzen Attacken schon irgendwelchen Pokémon lerne. Weil es braucht ja doch nur mal ein Pokémon abnippen. Dann haben wir den Salat und ich habe keinerlei Attacken mehr, die ich den anderen Pokémon beibringen könnte. Sodass ich mich dann auf die Attacken verlassen muss, die Pokémon gegebenenfalls lernen können. Und das ist nicht immer ganz so ohne. Weil man ja nie genau weiß, sind das jetzt wirklich so die krassen Attacken, ja. Ach Mensch, wie so zum Beispiel eine TM, die ich dann einem Pokémon erlernen kann. Ja? Das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Und aktuell, muss ich sagen, kommen wir mit Doppelkick noch ganz gut durch. Aber später, wie gesagt, wird das wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach werden. Das hat nicht funktioniert. Chris gewinnt 608 Pokédollar. Ja, so bin ich. Das funktioniert nämlich nicht einfach so. Hypertrank gefunden. Schön, den nehmen wir mit. Ich muss, glaube ich, die Katja schon wieder heilen, oder? Ja, das ist halt nicht verkehrt, sage ich mal, ja. Ich möchte die Katja hier halt auch ein bisschen aufleveln, weil ich bin der Meinung, Level 28 entwickelt sich das gute Mauzi, sprich die gute Katja, zu Snobilikat. Und das hätte ich schon gern.
Ich kann euch aber sagen, es ist tatsächlich das Team für die endgültige Pokémon-Liga, sollten wir so bleiben, wie wir jetzt sind, definitiv noch nicht durch, ja. Alter, der hat jetzt gerade saftig Schaden gemacht. Boah, da wechsle ich, glaub, aus. Das mache ich nicht. Ja, also das Team für die endgültige Pokémon-Liga steht noch bei weitem nicht fest. Es ist normalerweise kann man sagen, es ist kein Pokémon-Safe. Ich bin wirklich wie das Wetter, was das angeht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich vor der Pokémon-Liga das komplette Team einmal austausche. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Also wirklich, das nehmt es mir nicht übel, wenn es so kommen sollte. Weil ich auch das schön finde, wenn man wirklich mal mit unterschiedlichen Pokémon spielt. Und auch immer ein bisschen Mix und Mischung mit dabei hat. Das finde ich immer ganz klasse. Hab ich immer persönlich sehr gern. Deswegen kein Pokémon bei mir gesetzt ist. Es hat kein Pokémon bei mir eine Garantie dafür, dass es in jedem oder in jeder Pokémon-Arena mit dabei ist oder sonstiges. Also, das wollte ich nur mal erwähnen. So, Silberblick hat Jan natürlich nicht erlernt. Das braucht nämlich kein Mensch. Wir lassen den Jan übrigens mal drin. Und falls jetzt alle in den Kommentaren meckern, oh, warum setzt du gegen die Gift-Pokémon nicht das und das ein? Du hast es doch im Team. Dann liegt das daran, dass ich gerade Gift tatsächlich die Schwäche nicht im Kopf habe. Es könnte sein, dass Gift gegen... Na, ich weiß es aber auch nicht. Da jetzt immer auch noch vergiftet. Ich müsste mir mal echt auf dem zweiten Bildschirm hier PNG-Datei legen, dass ich sagen kann, das und das ist effektiv gegen die und die. Sollte ich vielleicht wirklich mal machen. Sollte ich mir mal beibringen, dass ich das vor der Aufnahme mache. Also es muss auch heute mal ein bisschen schneller gehen, was die Aufnahmen hier an... Achso, ich sollte Jan definitiv ein Gegengift geben. Zum Glück sind wir aktuell gut vorbereitet, was das angeht. Wir haben da aktuell genug dabei, sodass wir, egal was ist, die Pokémon gut heilen können. Also alles noch schick. So. Oh, wir haben nur noch einmal Tafelwasser. Einmal würde ich gerne aufheben. Wobei. Nö. Ach komm. Einmal Tafelwasser. Der Katja noch reingedrückt. Die kriegt heute Wasser ohne Ende. Die hat nachher so einen Blähbauch von Wasser. So einen schönen Wasserbauch. Die wird sich umgucken. Das wird ihr bestimmt nicht so gefallen. So, nächste Etage. Ich werde übrigens auch hier die ganzen Trainerkämpfe machen. Einfach weil es so ein besonderes Gebiet ist, sage ich mal. Also nicht wundern, falls ihr in den Kommentaren geschrieben habt, ihr wollt diese besonderen Gebiete nicht sehen. Ich muss immer ein bisschen im Vorlauf produzieren. Aktuell, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist Folge 19 erschienen auf dem Channel. Das heißt, so weit im Voraus bin ich nicht, aber es hat auch keiner was dazu geschrieben, dass ihr das nicht sehen wollt, wenn wir hier so in speziellen Gebieten, sage ich mal, unterwegs sind. Oh, ich sollte hier auch mit Katja übrigens rausgeben. Kommt hier ein Karateschlag, habe ich einen Arsch offen. Es hat keiner was gesagt, dass wenn wir in einem speziellen Gebiet unterwegs sind, also es haben viele gesagt, fangen wir mal so an, es haben viele gesagt, wenn ich auf normalen Routen unterwegs bin, ja, und da ist hohes Gras und da stehen zig Trainer, dann ist das vollkommen okay, wenn ich sage, ich mache die Route für mich offscreen und nehme euch wieder nur zu den wichtigen Kämpfen mit. Oder wenn in den Kämpfen irgendwas passiert, eine Entwicklung, ein Tod vom Pokémon oder so, dann nehme ich euch mit rein, ansonsten nicht. In den speziellen Gebieten hat aber zum Beispiel der Not Commander geschrieben und auch der Tom und ich bin der Meinung auch die Stella und der Kim. Die Kim meine ich, die haben geschrieben, dass ich die speziellen Gebiete schon komplett zeigen sollte, die Trainerkämpfe, weil das halt besondere Gebiete sind und das nochmal was anderes ist, als wenn wir die normalen Routen, sage ich mal, durchlaufen. Und ja, so viele krasse spezielle Gebiete sind es dann auch gar nicht. Und wie gesagt, ich lasse dann lieber so die Routen nebenbei weg, als dass ich hier so die speziellen Gebiete wie das Rocket Hauptquartier weglasse, weil ich finde, das ist immer schon ganz interessant. Das muss ich schon mal sagen. So, im Grunde genommen eigentlich nur hier runter. Dann holen wir uns den schönen Pokéball. Da ist ein Sonderbonbon drin. Übrigens auch da, ich habe noch keinerlei Sonderbonbons oder so verbraucht. Nur, dass ihr das gleich mal wisst. Das hebe ich mir nämlich alles noch auf.
Also bitte nicht wundern oder bitte nicht ausflippen. Da kommt definitiv noch was, dass ich die Sonderbonbons einsetze. Das werde ich aber sicherlich erst machen, wenn ich weiß, das und das sind die Pokémon für die Pokémon-Liga. Und dann haue ich die Sonderbonbons noch den einzelnen Pokémon dann drauf. Je nachdem, wie viele wir dann auch haben werden und je nachdem, wie die einzelnen Level der Pokémon dann auch gestrickt sind. Von daher, nur dass ihr da mal Bescheid wisst, dass ich, warum ich die Sonderbonbons zum Beispiel noch nicht verwende. Ja? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Oh, wir sind übrigens schneller als Radfratz. Das ist cool. Mauzi ist auch ein verdammt schnelles Pokémon, also die Katja allgemein. So, wir wechseln aber tatsächlich das Pokémon wieder raus, gehen wieder auf den guten Justin mit seiner Doppelkick-Attacke gegen Normal. Haben wir da einfach die stärksten Chancen. Radikal wird wieder eingesetzt. Wir hauen den Doppelkick wieder raus. So lobe ich mir das, so ist das fein. Sehr effektiv, zweimal getroffen und weg ist das Radikal. Also wenn man sich das Level... Oh, Typ Psycho. Wenn man sich das Level mal so anschaut, muss ich tatsächlich sagen, dass wir aktuell maßlos überlevelt sind. So sieht das zumindest aktuell aus. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Typ Psycho. War da eigentlich... Oh, ich habe die Effektivitäten halt auch echt nicht drauf. Das ist so... Das ärgert mich selbst. Aber ich habe halt... Also, wenn ich das hier jeden Tag und jede Minute spielen würde, aber dadurch, dass ich das auch immer in Abständen spielen muss, vergisst man das halt so leicht. Was war denn gegen Psycho effektiv? War Psycho auch Kampf? Ich lasse einfach mal den Justin drin und probiere mal die Kampfattacke. Entweder es war Kampf oder es war Unlicht. Eins von beiden. Es war nicht Kampf. Es ist andersrum. Psycho ist gegen Kampf. Ach man, ich verwechsel das jedes Mal. In den Kommentaren wird jetzt stehen, oh, du bist so blöde. Du bist so blöde. Lern endlich die Effektivitäten. Oder stell jemanden ein, der das kann. Du bist so doof. So doof bist du. Bla bla bla. So. Du schaffst es, Jan. Gib alles. Hypnose, na klar. Na klar. Och Mann. Ich wollte jetzt eine schöne Bisse-Attacke einsetzen. Aber Jan schläft tief und fest. Dann lassen wir ihn mal schlafen. Er hat einen harten Tag gehabt. Kopfnuss macht ja nix. Was ist denn Jan für ein Biest? Das macht hier 4 KP. Da kannst du von mir aus noch 12 Runden weiter schlafen, Jan. Oh. Okay, das ist ja nichts. Das ist ja wirklich gar nichts. Unlicht ist effektiv gegen Psycho. Ich konnte es mir denken, das war meine zweite Idee. Siehst du, haben wir die Effektivitäten doch noch gut eingesetzt und 640 Pokédollar gewonnen. So lobe ich mir das. So kann es weitergehen, Leute. So kann es weitergehen. Schattenglas gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, für was war denn das Schattenglas? Verstärkt das Unlichtattacken? War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es verstärkt Unlichtattacken, sage ich ja. Das ist eigentlich ganz cool. Aber wir haben halt auch noch kein spezielles Unlicht-Pokémon, ja. Also wir haben halt auf Gachados jetzt eine Unlicht-Attacke. Top-Äther, das ist sehr gut. Später für die Pokémon-Liga vielleicht auch wichtig. Aber jetzt noch nicht so. Hyrus findet Übernahme. Das ist ganz cool. So, und hier ist der nächste Rocket drüber. Den machen wir noch und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. So. Ich lasse mal wieder den Justin vor. Wobei er eigentlich nö, komm. Ich gucke mal, welches Pokémon drin ist und ansonsten kriegt Katja zumindest ein paar AP. Ich werde dir den Lüftöffner niemals geben, doch den brauche ich bitte. Das ist wirklich dringend notwendig. Das kannst du mir ruhig geben. So, Smogon wird eingesetzt. Zerschneider, Katja, du bist schneller. Und alter Volltreffer, okay, Crit, das ist gut. Tekka ist okay. Dann machen wir nochmal zur Schneider. Sollte reichen. Sollte nicht reichen. Okay. Oh nein.
Jetzt werden wir wieder vergiftet. Ah ne, werden wir nicht. Gott sei Dank. Okay, eine Kratzerattacke, das sollte reichen. Und dann besiegt man immerhin einen Smogger in Level 21. Das ist sehr, sehr gut. 513 Erfahrungspunkte. Ein Zubat wird eingesetzt. So, ich gebe jetzt Katja auf jeden Fall die Erfahrungspunkte. Wechselt deshalb nicht aus. Weil wir brauchen nicht viel bis Level 28, um ehrlich zu sein. Ich wechsle jetzt aus. Ich lasse Katja drin und wechsle jetzt aus auf Tom. Und der wird mit seinem Donnerblitz das schon regeln. Flügelschlag ist gar nicht effektiv. Und wir mit einer Donnerblitzattacke hauen das Zubat sowas vom Feld. Da kriegt das Zubat Kammerflimmern bei dieser Donnerblitzattacke. Das kann ich euch sagen. Spieler besiegt Team Rocket Rüpe. Oh nein! Chris gewinnt 607. Iris gewinnt, entschuldigt bitte. Mist, ich habe den Lüftöffner verloren. Der ist ihm einfach aus der Hosentasche geglitten. Der arme Mann. Der arme Kerl. Jetzt hat er einen Lüftöffner verloren. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, mit dem Lüftöffner in der Tasche belassen wir es bei dieser Folge und machen dann in der nächsten Folge schön hier weiter. Ich werde schon mal vor den einen Lift laufen, wo wir mit der Hilfe des Lüftöffners die Türen öffnen können. Und machen da dann die nächste Folge weiter. Ich danke wieder fürs Reinsehen, dass ihr so fleißig eingeschaltet habt. Bitte auch hier wieder schön in die Kommentarsektion einen Kommentar schreiben. Das freut mich immer sehr und hilft mir sehr. Falls ihr es noch nicht getan habt und nichts mehr verpassen wollt, dann den Kanal abonnieren und gerne auch die Glocke aktivieren. Und auch immer noch wichtig, den Daumen in der nördlichen Richtung nicht vergessen. Das freut mich immer sehr, wenn ich die sehe. Ansonsten wollt ihr auch real-life-technisch nichts mehr verpassen, dann schaut gerne mal auf meinem Instagram-Channel vorbei. Da ist jede Folge am Anfang im Video verlinkt, aber auch in jeder Folge in der Videobeschreibung zu finden. Ich danke fürs Reinsehen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.